herzlich willkommen zum Stadtgespräch. Bodybuilding, Piercing, Tätowierung, das ist eigentlich gang und gäbe, aber es hat eines gemeinsam. Es ist unter Körperkult zusammenzufassen. Doch was bedeutet das? Was bedeutet es, seinen Körper Schmerzen auszusetzen, um ihn eventuell attraktiver zu machen, besonderer zu machen? Was steckt dahinter? Körperkult, unser Thema heute. Sie rennen in Fitness- und Schönheitsstudios, lassen sich an allen denk- und undenkbaren Körperstellen piercen, branden, tätowieren und Metallstücke implantieren, legen sich auf Sonnenbänke und unters Messer von Schönheitschirurgen. Man könnte meinen, die Menschen der heutigen Gesellschaft pflegen einen extremen Körperkult und sind absolut dem Schönheitswahn verfallen. Ob jung oder alt, Frau oder Mann, gebildet oder ungebildet, wohlhabend oder nicht, alle sozialen Gruppen sind bei den angeführten Körperpraktiken vertreten. Doch so verrückt sich das Ganze anhört, so alt ist es auch. Die Körpermodifikation ist so alt wie die Menschheit selbst. Auch bei der Kultur der Mayas aus Mittelamerika entdeckten die Historiker durchbohrte Zungen und verformte Knochen von Kindern als Schönheitssymbol. Und auch heutzutage gibt es noch afrikanische Stämme, bei denen die Ohrläppchen geweitet werden und die Unterlippen zu sogenannten Tellerlippen gedehnt werden. Auch finden Ethnologen Narbenmuster auf der Haut der Stammesmitglieder, die die Tribe-Zugehörigkeit und den gesellschaftlichen Rang signalisieren. Auch das Tätowieren hat eine alte Tradition. Werden heutzutage die Bilder und Formen mit einer elektrisch betriebenen Tätowiermaschine in die Haut gestochen, so wurde früher die Farbe mit Nadeln unter die Haut gebracht, die an einem langen Holzstiel befestigt waren. Die Tätowierung an sich kann somit als eine Form der Körpermodifikation verstanden werden. Die Grenzen des Tätowierens ist nur der eigene Körper. Denn während viele Menschen höchstens ein Tattoo haben, wird bei anderen die ganze Hautfläche tätowiert. Doch es gibt auch noch ganz andere Wege, seinen Körper zu verändern. Eine Form ist das Bodybuilding. Dort liegt der Schwerpunkt auf der erwünschten Umformung. Bodybuilder trainieren, um einen muskulösen und gleichmäßig entwickelten Körper im Wettkampf auf einer Bühne zu präsentieren. Doch meistens wird bei dieser Art des Bodyforming übertrieben. Denn ohne den Missbrauch von Drogen und Hormonen für den Muskelzuwachs sind die Wettkämpfe meist nicht zu gewinnen. Diese Medikamentencocktails führten schon bei einigen Sportlern zum Tod. Der Körper als ein modernes Schauobjekt? Eine Möglichkeit, Macht und Disziplin fürs eigene Leben auszudrücken und die eigene Individualität zu betonen? Oder einfach nur der kranke Ausdruck von Psychosen? Ein Tätowierer, Bodybuilder, plastischer Chirurg und eine Kulturanthropologin sprechen zu diesem Thema. Jetzt im Stadtgespräch. Und so sitzen wir alle zusammen und zwar ist bei mir Dr. Ingelore Eberfeld, Sie sind Kulturanthropologin, herzlich willkommen. Guten Tag. Gleich daneben Dr. Markus Schlichter, Sie sind plastischer Chirurg, auch Sie herzlich willkommen. Hallo. Und auf der anderen Seite sind die Künstler, einmal Giuliano Tondo, Sie sind Tätowierer, Piercer und eigentlich im früheren Leben Diplom-Informatiker gewesen. Richtig. Herzlich mhm. willkommen. Und daneben Murat Demir, amtierender Europameister im Classic Bodybuilding und Fitnessfachwirt. Herzlich willkommen. Da muss ich gleich mal nachfragen, Classic Bodybuilding, was ist der Unterschied zum normalen Bodybuilding? Dass wir eine limitierte Gewichtsklasse haben und bei normalen Schwergewichtlern oder normalen Bodybuildern ist Gewichtslimit nicht gegeben. Die können so viel wiegen, wie sie möchten. Bei uns ist ein Gewichtslimit Körpergröße minus 100 und dann hat man eine Toleranz von 6 Kilo. Das heißt, es ist nicht so, dass man sich hochpumpen kann, bis geht nicht mehr, sondern es ist ein gesunderes Maß, kann man das so sehen? Richtig, ist für die Allgemeinheit. Ich denke mal, die Jugendlichen, die das anstreben und genauso aussehen möchten. Bei Schwergewichtlern, es ist fast unerreichbar, dass man mit 120 Kilo, ob man das ästhetisch noch findet, das weiß ich nicht. Ich persönlich finde es nicht so ästhetisch. Und in unserer Klasse ist es noch alles noch erreichbar. Man sieht es Ihnen an, dass Sie für Ihren Körper was tun. Seit wie vielen Jahren trainieren Sie und wie oft die Woche und was machen Sie dafür? Ich trainiere sportlich, bin ich schon seit meinem sechsten Lebensjahr schon aktiv, mit Fußball angefangen, Tischtennis, Basketball, alles schon gemacht. Und mit 16 bin ich dann zum Kraftsport Bodybuilding gekommen, parallel mit Boxen zusammen und habe mich dann eher für Bodybuilding entschieden, weil man da selber seinen Körper formen kann und kaum Verletzungen. Also man muss einfach für seinen Körper was tun und das vernünftig machen. Dann kann man sich da auch da drin wohlfühlen und auch nicht verletzen, bis ins hohe Alter. Sehen Sie Ihren Körper als Kunstwerk an?
Ich sehe meinen Körper als Kunstwerk an. Ich bin mein eigener Künstler und forme meinen Körper so, wie ich es gerne haben möchte. Herr Tondo, Sie formen in gewisser Weise auch Körper. Es ist auch eine Ästhetik im Tätowieren, Piercen, aber Sie machen ja auch noch ganz andere Sachen. Was steckt hinter dem Tätowieren? Warum ist das so was Besonderes? Warum macht man das? Um seinen Körper zu verzieren, würde ich sagen, um sich besonders zu machen, um von der breiten Masse sich so ein bisschen abzuheben. Sie haben ja auch, man sieht es auch vorne, den Ring und hier die Ohren geweitet. Warum? Haben Sie gesagt, ach, das probiere ich mal aus, mal sehen, wie weit man das weiten kann, oder finden Sie das schön? Ich finde das sehr schön, ja, und ich muss sagen, gerade jetzt das Septum-Piercing ist eine ganz tolle Geschichte. Ja, man muss dazu sagen, gut, meine Mutter findet das überhaupt nicht toll, ja. Ja. Aber gut, das ist ja eine andere Sache. Es muss ja mir gefallen, letztendlich. Und ich finde eben auch diese gedehnten Ohrläppchen sehr schön. Wobei man auch sagen muss, das hat eine sehr, sehr lange Tradition. Ja? Das wird schon seit Tausenden von Jahren gemacht. Und jetzt nicht nur in Afrika oder Südamerika, nein, auch in Europa. Mhm. Vor circa 200 Jahren haben die Griechen noch goldene, kleine Teller in den Ohrläppchen getragen. Mhm. Ja? Das ist, denke ich, doch auch mal ein Grund zu sagen, okay, warum nicht auch heutzutage? Das frage ich jetzt die Kulturanthropologin. Warum nicht heutzutage? Was hat das für einen Sinn, dass die Menschen eigentlich immer so die Sehnsucht danach haben, ihren Körper zu modellieren und zu verändern? Also wenn man etwas schon 10.000 Jahre macht, kann man auch sagen, jetzt reicht's. Ne? könnte man ja mal sagen. Oder man kann sich die Frage stellen, wo ist eigentlich die Grenze, den Körper zu verändern? Hat man nicht übertrieben? Könnte man durchaus mal nachvollziehen. Die Menschen haben es aber immer, das ist richtig, die Menschen haben es immer getan, auf primitive und auf kulturell sehr hohe Art und Weise. Und den Ursprung, der ist eigentlich so absurd und gleichzeitig so greifbar, weil man sich vom Tier unterscheiden wollte. Also um den Körper, dieses Archaische zu nehmen, ist zum Beispiel Enthaarung. Um dem Körper etwas Besonderes zu geben, ist auch diese archaische Wurzel weg. Mhm. Also kein Tier schmückt sich. Also sie machen zwar vielleicht Nestbau, der sehr dekorativ ist, aber es gibt keine Tiere, die sich schmücken. Also mit fremden Federn. Das hat der Mensch getan. Also das ist die eine Wurzel. Die andere ist die geschlechtsspezifische Unterscheidung. Der Körperschmuck ist immer geschlechtsspezifisch. Also wenn Männer zu dem tendieren Frauen zu dem. Also die Frisuren sind unterschiedlich oder die Narbung ist unterschiedlich, die Tätowierung ist unterschiedlich, es wird nie gleich gemacht. Ne? Also das muss man mal sagen. Und es gibt auf der ganzen Welt, also selbst wenn nicht in den Körper eingegriffen wird, es gibt ja einmal, kann man sagen, man verändert sich, der Körper wird verändert, ob das die Zähne sind, die Ohren sind, die Haare sind, die Füße sind, die Bemalung oder was auch immer. Und dann gibt es etwas, was wir zusätzlich dem Körper zufügen, also auch anhand der Kleidung. Und wenn es Völker gibt, die nichts dergleichen machen, also keine körperlichen Veränderungen, dann ist es dennoch so, dass die Kleidung diese Gruppe als Gruppe herausstellt. Sie haben was ganz Spezifisches, was sie kleidet, und sie haben was Geschlechtsspezifisches, was sie kleidet. Mhm. Nun ist es ja so, dass man den Körper nicht nur durch Bodybuilding oder jetzt durch Verzierung verändern kann. Herr Schlichter, Sie haben tagtäglich Patienten, die sich zum Beispiel die Brust vergrößern lassen oder sonst irgendwelche Korrekturen am Gesicht vornehmen lassen. Ist das auch ein moderner Körperkult? Also im Prinzip ist doch immer, wenn wir uns mit dem Körper beschäftigen, kann man das als Kult bezeichnen. Die meisten Menschen gehen zum Friseur, da könnte man ja auch sagen, lass wachsen, irgendwann stört zwar, man tritt drauf, aber man schneidet sie halt irgendwann ab. Ja, dementsprechend ist das schon der Körperkult oder die Pflege der Fingernägel oder wenn es dann weitergeht, das Schminken an den Augen, warum müssen die größer erscheinen bei den meisten Frauen? Dann ist die Frage, ja, ist die Brust groß genug? Dafür gibt es natürlich auch psychologische Untersuchungen und die sagen relativ klar, die Frauen wollen keinen Selektionsvorteil, die wollen ihre Geschlechtsgenossinnen nicht übertrumpfen, die eine andere Brust haben, sondern sie möchten genauso sein.